paar Honiglöffelchen. Ich habe gehört, die Hasenfamilie wartet auf eine Torte. Ja, ja. Die feiern jeden Abend und haben ganz spezielle Wünsche. Aber mir fehlen leider ein paar Zutaten. Hast du auch zufällig eine Liste für mich? Ja, du hast es erraten. Wenn du die Zutaten findest, kann ich die Torte machen und du kannst sie den Hasen bringen. Bis später. Pass auf dich auf. Noch etwas Milch und Schokolade und dann noch Zutat für die. Jetzt haben wir alles. Honigwabe. Bis morgen backe ich eine pfannkuchentastische Torte. Dann kannst du sie abholen und der Hasenfamilie bringen. Vielleicht laden sie dich ja sogar auf eine ihrer Geburtstagspartys ein, Sahnetropfen. Oh, hallo du. Du bist wohl auch gerne nachts unterwegs? Ich liebe die Stille von Orten wie diesen bei der Nacht. Dann kann man das Wispern von verborgenen Geschichten hören, die sich hier und dort verstecken. Ich habe eine besondere Geschichte für dich. Es geht um Mäuse und Eichhörnchen und den Wald. Möchtest du sie hören? Gefällt dir meine Geschichte? Zwischen den Welten finde ich oft Seltsames. Splitter von Geschichten, die in Vergessenheit geraten sind. Verloren gegangene Anfänge. Und Enden. Vielleicht gibt es auch etwas, das du vergessen hast. Vielleicht kann ich etwas für dich wiederfinden. Deine Karten haben viel zu erzählen. Die Tür ist Hier benutze ich das Buch besser nicht. Sieht aber lecker aus. Dank dir. Kannst du sie der Hasenfamilie vorbeibringen? Klar. Vielen Dank, mein Krokantkrüstchen. Hallo, Herr Hase. Ich bringe euch die Torte, die ihr bei Anja bestellt hattet. Ach, dem Himmel sei Dank.
Ich meine, wird ja auch Zeit. Scheint so, als ob du nicht völlig unbrauchbar bist. Sieht auch gut aus, die Torte. Weißt du was? Ich mach für dich eine große Ausnahme. Ab heute darfst du offiziell an unseren weit über Mauswald hinaus bekannten und überaus beliebten Hasenfesten teilnehmen. Wow! Und jetzt stehe nicht weiter rum. Los, los, ab auf die Feier. Meine Güte, der ist aber launisch. Ich hoffe, seine restliche Familie ist nicht so anstrengend. Wow! Was für eine Party! Das sind ganz schön viele Leute hier. Jawohl. Ein Geburtstag ist immer ein großes Highlight für Familie Hase. Aber feiern die Hasen nicht jeden Tag Geburtstag? Natürlich. In so einer großen Familie ist das ganz normal. Hoch die Tassen! Wer will heute schon an morgen denken? Heute haben alle Geburtstag! Du auch! Hier, nimm! Hoch die Tassen! Wer will heute schon an heute? Hier, nimm! Noch so eine Karte. Diese Bowle sieht wirklich verlockend aus. Sie duftet nach Brombeeren. Das erinnert mich an Mamas köstlichen Brombeerkuchen. Davon hätte ich jetzt gern ein großes Stück. Ich hoffe, Mamas Kuchen ist noch nicht kalt, wenn ich endlich wieder nach Hause komme. Diese Hasen verstehen es wirklich zu feiern. Jetzt gibt es für die Feiernden endlich auch etwas zu essen. Jetzt kann ich das Fest endlich in Ruhe genießen. Wenn es keine Torte gibt, sind meine jüngeren Geschwister immer unausstehlich. Oh, Geschenke gibt es auch. Oder eher einen Briefkasten. Naja, die Beschenkte scheint sich ja zu freuen. Hasen. Ich dachte, du wolltest heute Abend tanzen. Meine armen kleinen Füße. Ich habe mir heute Nachmittag Blasen getanzt. Oh, weh. Dabei habe ich mich so auf das Fest gefreut. Ui, das sind ja die Glühnüsse. Sind sie nicht faszinierend? Der Saft in ihnen zieht massenweise Glühwürmchen an. So eine könnte ich gut gebrauchen. Dann nimm dir doch eine. Aber sei vorsichtig. Wenn die zerplatzen, ist alles voller Leuchtsaft. Perfekt. Ich muss dir einen Witz erzählen. Gerne. Also, wieso summen Bienen? Keine Ahnung. Weil? Hab's vergessen. Oh, aber der hier wird dir gefallen. Wieso trinken Mäuse nie zu viel Blausaft in einer Bar? Na? Weil? Ich kann mir einfach keine Pointen merken. Aber einer geht noch. Ein Kaninchenpaar will auf eine Luxusreise. Vor dem Schiff werden sie angehalten, weil sie zu viele sind, obwohl sie für genau zwei reserviert haben. Warum? Weiß nicht. Weil? Ich weiß es auch nicht. Schade. Wenn du sie weiter erzählst, weiß vielleicht jemand die Antwort. Jemand mit Humor. Ich
Ich habe mir die halben Witze notiert.